Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Unity. Ich wünsche euch viel Spaß. Bereit? Anlegen! Feuer! Gute Arbeit. Zurück auf die Posten. Vive la Nation! Vive la Revolution! Vive la Revolution! Lang lebe die Revolution. Ja, mal gucken, wie lange noch. So. Sabotiere Alarmglocken 3, Attentat aus der Deckung 3. Das kann ja was werden. Okay, die ignorieren wir einfach mal gekonnt. Also ehrlich, die rhetorische Qualität der blutrünstigen Aufständischen heutzutage. Gut, wie machen wir das jetzt? Ich bin nicht mal in der Nähe eurer Scheißburg hier, Festung, hast du nicht gesehen. Ja, auch mit mir zu reden, ich bin nicht mal in eurem Gebiet drinne. Wo wir jetzt schon mal hier sind. Wo ist der Ausguck? Ich muss zum Ausguck hier. Muss man das Gebiet zu meinem machen, ne? Gucken wir mal, wie weit muss ich denn? Erstmal in Sicherheit klettern und dann gucken wir uns mal die ganze Umgebung hier an. Okay, da ist der Reichstag. Jedenfalls sieht das ein bisschen so aus, ne? Da ist meine Turmspitze. Ich denke, da komme ich ganz gut hin. Da ist einer zwar im Weg. Ja, ich habe einen Schuss bekommen. Oh, gucken wir uns mal die Reichweite an von meiner schönen Waffe. Okay. Ja. Stehen bleiben, Bürger. Okay, seine Sichtreichweite. Zwei Schuss? Mehr hab ich da. Ist das dein Ernst? Ja, du, ich hab Munition aufgeladen, stimmt. Aber zwei Schuss? WTF, was ist das für eine Kackwaffe? Ich meine, ich habe eine schöne Reichweite, aber ich habe nur zwei Schuss. WTF. Bürger, einen Moment. Aha. Jetzt beruhigen wir uns erstmal alle wieder. Er fliegt uns zu. Das ist gar nicht gut. Komm raus, damit ich dich sehen kann, Hurensohn. Ah. Ah, na Bürger, los. Es gibt noch halt. Genug andere Hühnchen zu rupfen. Ja, wer war denn das? Bürger, einen Moment! Ich war direkt hinter dem Schiff. So, komm her, komm. Du willst Stress? Du willst Stress? Ja. Ha. Was hast du davon? So, hoffentlich kommen wir doch noch sicher an, ey. Das war Glück. Ich muss auf jeden Fall gleich runter, weil da sind die Alarmglocken irgendwo. Und dann Attentate aus der Deckung. Oh, das gehört auch noch nicht so einfach. Das neue Irrgarten. Bitte nicht. Oh, bitte nicht. Ah, es könnte. Nee, doch. Ist das ein Irrgarten? Nee, ich glaube nicht. Alles gut. Nee, es kann nicht mehr. Ja, ich habe schon kurz Angst gehabt. Nun denn. Drei Alarmglocken haben wir. Da ist eine. Das heißt, wir gehen direkt hier runter. So, dann bitte den hier. Was mache ich denn? So.
Verdammt, okay, ich komme da nicht ran. Och Mann, das guck ich da nicht an, ey. Wirklich seltsam. Ich opfere dich. Bullshit. Verdammter Verräter. Ich freue mich darauf. Und Hauptsache, läutet nicht die Alarmglocke. So ein Pech habe ich aber auch. Weiß nicht, hier kann man sich auch nirgendwo verstecken, ne? Komm, du hast mich gesehen. Hallo, was geht? Du willst mich verarschen, oder? Such dagegen, Revolutionär! Ich höre doch keine Geräusche. Warum bist du so scheiße blöd? Was war denn das? Das ist doch nicht sein Scheiß Ernst, oder? Guck mal, die Waffe schiebt in die Luft. Bleib weg, wenn dir dein Leben lieb ist! Was zum Teufel treibt ihr denn da? Ich höre doch keine Geräusche. Nur ein Stück. Seltsam. Ich bilde mir doch nichts. Das ist nicht der letzte Scheiß, Freunde. Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, ich habe es hier nur mit Idioten zu tun. Entweder muss er weggucken oder ich laufe einfach rum. Du hast mich da echt gesehen? Ey, lauf doch wenigstens hierher! So, haben wir es jetzt geschafft. Kannst du dich bitte umdrehen? Danke. Ich könnte ein bisschen Munition gebrauchen, ne? Hoffentlich hat hier irgendjemand mal Munition dabei. Ich hab zwei Schuss, Freunde, ey, das ist so lächerlich. Und natürlich kriege ich das, was man sowieso schon hat, weißt du, Medizin. So, Nummer zwei. Wie viele sind da hinten? Wie geht es dir? Keine Spur von dem Tyrannen? Hat sich wohl abgesetzt. Feiger Bastard! Für die wahre Patriot. Ernsthaft? Ich wollte zuerst die Glocke, aber dann kam er mir halt entgegen und dann musste ich halt improvisieren. So, die letzte Glocke ist natürlich auf der anderen Seite. Irgendeiner guckt immer. Was ist das denn? Kannst du bitte noch langsamer die Treppen hochgehen? Ich höre doch keine Geräusche. Du hast eine ruhige Hand. Erledige ihn. Na komm. Weg mit dir. Ich hoffe, einer hat von euch Munition dabei für mich. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Verarsch mich nicht! Du kannst mich mal am Arsch lecken, ganz ehrlich. Huch, wo kommst du denn her? Ich blute auf dem Boden, ich lass dich ausbluten. Keine Ahnung, so schön diese Waffe auch ist, ne? Die ich jetzt habe, aber zwei Schuss ist ja. Keine Ahnung. Ist ja wie ein bisschen lächerlich. Oder ich habe wirklich vergessen aufzuladen, ich habe keine Ahnung. Und das ist seltsam.
Kommt zum Fenster! Kommt zum Fenster! Komm her! Hab ihn. Ja, wenn du mich hast, dann komm her! Ich brauch dich! Komm schon! Ich weiß nicht, irgendwie bezweifle ich, dass er herkommt. De facto ist, ich muss da hinten hin. Gut. Ich kann nur hoffen, dass er jetzt wirklich herkommt. Achso, dass er mich hätte sehen müssen jetzt mittlerweile. Ich stehe direkt neben ihm. Hallo? Ah, jetzt haben wir vorbeigelaufen, verdammt. Halte den! Wenn du stehen bleibst! Okay, das war der Einzige, der hinter mir her war. So, ich muss nur noch diese Alarmglocke sabotieren, ne? Oh, ich bleibe verkleidet dabei. Oh. Das ist nett. Endlich mal was Nettes. So, dann gehen wir wieder rein. Wir haben unseren Spaß da drin. Auch wenn ich ganz kurz hier reingehe. Da ist nämlich noch etwas, was ich haben möchte, was mein Geld ein bisschen boostet. Okay, oder auch nicht. Möchte ich da gar nicht hinkommen. Gut, laufen wir von hier aus weiter. Sucht alles ab. Der Hauptmann will diese Papiere. Sie sind nicht hier. Sucht weiter. Sie müssen hier sein. Dreht euch bitte jetzt nicht um. Okay, hier ist noch keiner, weil ich habe hier sowieso schon ein paar Leute umgebracht. Deswegen wird hier wahrscheinlich niemand sein. Da hinten sind die Nächsten. Ja klar, ich bin hier einfach reinspaziert, ne? Stimmt dabei was. Irgendwas lebt hier noch. Von meinen Leuten. Freund und Feind? Zusammen? Na gut. Oh, okay. War eine kleine Sequenz. Verdammt, Sie haben Margot erwischt. Was zum Teufel? Den hast du doch gerade erschossen, Mann. Oder er meinte den. Der da doch ein bisschen rumgetanzt hat. Er hat doch gelebt. Niemand hat hier jemanden erschossen. Napoleon? Hm. Ihr seht nicht aus wie diese blutrünstigen Revolutionäre. Die Kutte wirkt etwas unheimlich, wenn ich das anmerken darf. Und ihr seid die Nachhut, nicht wahr? Äußerst praktisch, dass dadurch so viele Türen zwischen euch und dem Kampf stehen. Oh, ich bin gar nicht hier. Nicht offiziell zumindest. Doch wie oft hat man die Gelegenheit, sich die private Amtsstube des Königs anzusehen? Ist es etwas Bestimmtes, wonach ihr sucht? Staatsgeheimnisse, private Korrespondenz, persönliche Schätze, so etwas in der Art. Ich hoffe, dass wir nicht dieselbe Beute im Auge haben. Die wäre? Gewisse Briefe an den König. Sie wären missverständlich, wenn die falschen Männer sie finden. Verstehe. Dann können wir uns vielleicht gegenseitig helfen. Ich glaube, der König hat hier irgendwo eine Geheimtür eingebaut. Würden wir die nur finden. Finden ist auch nicht schlecht. Was sagt er dir? Sehr gut gemacht, mein Freund.
Unglaublich. Etwas gefunden? Ein wahres Füllhorn, ja. Und ihr? Ich glaube, ja. Ja, das sind sie. Ja, Poli hat einen Edelstein. Ich sollte die Sache erledigen. Darf ich vorschlagen, zu gehen? Beeilung. Was ist das? Unser Ausgang. Gib mir Deckung, ja? Ups, das ist falsch gewesen. Ich wollte jetzt nicht unbedingt die Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Gut gemacht. Achso, der liegt auf dem Boden. Wo habt ihr das Kämpfen gelernt? So. Na komm. Ich hab verteidigt. Drecksack. Niemand tut mir weh. Einfach irgendwelche Knöpfe drücken. Überanstrengend nichts, nur kleine Häppchen. Bin der Teufel mit der Klinge? Ich hab nicht mal eine Klinge. Ihr seid ein wahrer Teufel mit der Klinge. So, hab ich dich. Nur noch etwas länger. So. Sollte es mal Erfolg geben, dass man jemanden nicht töten soll, dann ist diese Waffe perfekt. Gut gemacht. Und damit steckt man alle nur blau. Gehen wir. Sucht alles ab! Ich will die Dokumente! Er? Was? Verdammt! Ja, Kapitän Rui hat diese Wirkung auf Menschen. Ein Freund von euch? Ein hartnäckiger Stachel, den ich noch nicht ganz herausziehen konnte. Ich brauche Informationen von ihm. Ich muss zu ihm zurück. In dem Tumult. Ihr würdet ihn dort nicht finden. Kommt mit mir, ich habe eine bessere Idee. Okay, Napoleon mit dem neuen Eden Spitter. Ich schätze, ihr habt nie eine militärische Laufbahn in Betracht gezogen. Ich halte nicht viel von Befehlen. Ah, der Schrecken von Generälen und Staatsmännern aller Orten. Ein Individualist. Ich kenne das Gefühl. Männer wie wir haben den meisten Soldaten etwas voraus. Und zwar, wir haben einen eigenen Kopf. Wenn ihr euch heute verpflichtet, seid ihr in 10 Jahren ein Marischal. Garantiert. Ein großzügiges Angebot. Aber nein. Wohin das Herz führt, muss ein Mann folgen. Kommt zu mir, wenn ihr eure Meinung ändert. Bonaparte ist mein Name. Napoleon Bonaparte. Oberstleutnant der Artillerie. Zurzeit. Arnaud Dorian. Angenehm. Und tut mir den Gefallen, falls jemand fragt. Ich war nie hier. Huch. Ich habe mir all dies nur aus einer Tischlerwerkstatt aus der Ferne angesehen. Ja, ja, mach du mal. Ein Gesicht in der Menge. Natürlich. Ich muss das hier kurz erledigen. So, sonst komme ich hier nicht mehr, nehme ich wahrscheinlich nie wieder her, weil ich vergessen habe, wo es hingeht. So, und wohin entführst du mich nun, Napoleon Bonaparte? Ich sehe schon. Ausgang. Frische Luft. Ausgang? Das ist nicht der Ausgang, wo du mich hinführst. Das ist eine Falle. Was nun? Einen Moment. Ihr solltet in Deckung gehen. Okay. Alles in Ordnung hier. Gut, Korporal. Grandioser Schuss. Der richtige Drill ist entscheidend für den Erfolg eines Regiments. Wir sollten jetzt gehen, hier. Hier trennen wir uns. Was ist mit Rui? Gib mir ein paar Tage.
Ich werde sehen, was ich in Erfahrung bringen kann. Vielleicht lässt sich ein Treffen arrangieren. Macht's gut. Okay. Nun denn. Next Step. Hauptmission, nicht Hauptmission. So, wir haben den ganzen oberen Teil jetzt aufgedeckt. Fehlt nur noch der untere. Aber wir sind noch ein Stück weit entfernt von Sequenz 9. So, jetzt müssen wir noch kurz abwarten, aber ich glaube, ich kann währenddessen was zocken, oder? Ich muss hier nur höher gehen, okay. Ja, ich werde von irgendwas verfolgt. Aber zuerst. Komm schon. Oh, es ist auf der anderen Seite. Dann weg mir die Füße.